Moin Giorno und willkommen zum Unboxing der MFB Ultra Leichtbox des Monats April. Wir legen direkt los und schauen uns mal, was die Katze uns vor die Tür gelegt hat. Okay, als erstes sehe ich hier einen Spinner. Einen Blue Fox Spinner, Vibrax mit Depths, 4 Gramm schwer. VMC-Haken sind verbaut, also spricht für Qualität. Ich hole ihn mal raus. Na, so. Wirklich eine sehr, sehr kleine Größe. Und mit einem Einzelhaken, ist ja auch eher selten bei einem Spinner. So, Gold-Kupfer-farbend. Und wir haben hier auf dem Spinnerblättchen auch nochmal Blue Fox draufstehen und das Logo. Ja, kann ich es einfangen? Jetzt könnt ihr es vielleicht sehen. Ja, also, wir haben hier eine sehr schöne Größe für Barsch, Döbel, alle kleinen Raubfische hier. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Hebt sich auch von anderen Spinnern so ein bisschen ab. Und bei 4 Gramm bei kleinen Seen könnte der Spaß machen. Und ja, wie gesagt, die Haken sind auch von Qualität nicht schlecht. Dann machen wir weiter mit dem Westin Bassbite SA. Also SA für Shallow Runner. Das heißt, dass er eher oben an der Oberfläche laufen wird. Hier haben wir auch die Angabe Low Floating. Also der ist dann auch auftreibend. Wir können ihn durch die kleine Tauchschaufel immer wieder runterziehen. Aber so wirklich tief kommen wir damit nicht. Dafür ist er nicht gedacht. Was haben wir für eine Farbe? Bassbite SA Crankbait 5 cm 6 Gramm. Und die Farbe nennt sich Steel Sardine. Stahlsardine. Und ihr könnt euch ja die Farbe mal anschauen. Ich finde die ziemlich cool. Oben ist er schwarz, an der Seite so eher ein Holo-Silber. Und unten hat er so ein orangenen UV-Bauch. Auf der Tauchschaufel haben wir nochmal eine Angabe von 0 bis 1 Meter Lauftiefe. Ja, schöner Körper auch, nicht zu groß geraten. Finde ich ganz, ganz cool. Und wie immer natürlich auch eine Westin-Aufkleber dabei. Dann haben wir passend zur Osterzeit Happy Easter Haribo. Auch das wurde bedacht beim Naschis. So, dann haben wir hier den Fat Minnow SA Fire Tiger. 4 Gramm schwer, wie auch der Spinner schon. Das ist von der Marke Quantum, der Q-Crank. Auch der hat hier eine 0 bis 1 Meter Lauftiefe. Und wir holen ihn mal kurz raus. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, hatten wir den auch im Adventskalender von Hecht und Barsch. Allerdings in einer ganz, ganz anderen Größe. Und wahrscheinlich auch Farbe. Das waren ja Sonderfarben bei Hecht und Barsch. Und ja, da ist der viel, viel kleiner dagegen. Mit 2 Drillingen ausgestattet. Der wird sicherlich auch UV-aktiv sein. Das ist die Farbe auf jeden Fall Fire Tiger. Und das ist auch ein Shallow Runner. Also der läuft auch eher an der Oberfläche. Wirklich sehr, sehr kleine Drillinge. Also für kleine Barsche, Döbel scheint der schon perfekt zu sein. Oh, dann hier unten. Kleine Premium-Marke verbirgt sich hier noch von der Firma Neuke, sehr cool. Ein ja, Creature Bait ist das, der Wild Goby. Die Farbe nennt sich Blue Shrimp. Kann ich so mal in die Kamera halten, wir sehen die Köder so auch ganz gut. So noch besser. Ich glaube, hier hinten können wir auch nochmal... Ne, die sind nicht zum Durchtrennen gedacht, die Schwänze. Aber
Da war ja noch was hier in der Verpackung. Und zwar ein Jig-Kopf. 5 Gramm, 1-0er Haken. Und wie ich das so erkennen kann. Ja, da würde ein bisschen weit zu weit hinten sitzen, der Haken. Aber für meinen Geschmack jedenfalls muss ja jeder selber wissen. Wobei die Fehlbissrate sinkt dadurch auch. Also, wenn das dem Spiel des Köders hier keinen Abbruch tut, alles gut. Jetzt haben wir hier noch einen Aufkleber, wie in der Pro-Box. Das Leben beginnt, wenn die Schonzeit endet. Dann habe ich hier noch meinen Aufkleber bzw. meine 10 Treuepunkte. Und ich werde mir jetzt mal schauen, was ich mir davon mal als Prämie gönnen kann. So, ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin frohe Ostern und bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr mögt, lasst mir doch zu Ostern ein Abo da und bis bald. Bleibt gesund. Ciao.